Jetzt hoffe ich, dass er ins andere Ding guckt. Los, fein, hau wieder ab. Ich höre ihn wiederkommen. Bitte bemerk mich nicht. Batterie, meine. Bin jetzt ganz schnell wieder weg. Na gut, mit ganz schnell meine ich im gehenden Schritte. Höre ich was? Ja, da ist er. Guckst nicht hier rein, du guckst nicht hier rein. Nein. Nein! Steh auf! Ja, da lang, da lang, da lang, da lang, komm schon! Nein, Little Piggy ist weg. Alter, leck das grad. Zu viel Berechnung. Die Musik ist weg, das ist schon mal gut. Alter, wie viel muss das Spiel hier bitte berechnen für den Regen? So. Raus da. Nein, 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 nicht schon wieder sowas. Okay. Nein. Der wollte wohl nur hier raus. Wow, Monsterleck. Das war echt gemein. Wie lange meine Verzögerung, ey, bei dem Schrei war gerade. Da habe ich bestimmt schon 2 Sekunden gehabt, bis ich endlich geschrien habe, ey. Alter Schwede. Da scheine ich lang zu müssen. Von dort bin ich gekommen. Dann gucke ich erstmal hier hinten rein. Oh. Finger. Wie schon gesagt, das ist ein verdammter Scheißort. Aber ich habe immer noch diese Finger übrig.
Ah, nee. Was haben wir denn hier? Bohnen habe ich schon gesehen. Bohnen, Bohnen, alles Bohnen wahrscheinlich. Ich dachte gerade, wenn man hier drauf springen kann oder so. Aber nee. Dann hier raus. Alter, irgendjemand bei Steam bei mir drin fängt es schon innerhalb von 10 Minuten zum fünften Mal an, Call of Duty Black Ops 2 zu spielen. Und poppt bei mir mal wieder auf. Das ist nicht gerade unnervig. Ich sollte vielleicht mal offline gehen. Einen Moment. So. So, Steam Overlay. Ah, wer soll war das, der mich eben angeschrieben hat? Okay, keine Ahnung, was der geschrieben hat, denn ich war eigentlich als abwesend eingetragen. Okay, zack. Ich frage mich, ob ihr das gerade sehen könnt. Das weiß ich nämlich gerade nicht. Offline. Nein! Ich habe auch wieder Profilnamen ändern geklickt. Zumindest ist da nichts passiert. So. Jetzt dürfte ich keine Benachrichtigung mehr kriegen, die mich stört. Entschuldigung für die kurze Unterbrechung. Aha. Da ist der Aufzug. Hier wollte ich also hin. Der Ausgang. Ich bin draußen. Wieso habe ich das dumme Gefühl, dass ich nicht zur Taschenlampe sollte? Warum will ich wieder gerade reingehen? Was für euch? Für diese Tür ist ein Schlüssel notwendig. Ich soll wieder rein. Ihr wollt mich doch verarschen. Alter. Das ist gerade offiziell. Das war wirklich offiziell der gruseligste Punkt, den ich in dem Spiel kenne. Aua, Moment. Our live are you. Journal. Ich kenne nicht einmal deinen Namen, aber ich sehe dich als einer von meinem Blut an. Mein Paul. Hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht deinem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leben größer sein könnte als alle anderen. Wir alle müssen das ertragen und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da, ich warte auf dich. Soll ich jetzt gekreuzigt werden oder was? Ist zu. Ich beeile mich ein bisschen, denn ich habe kaum noch Energie. Hier ist zu. What? Da hat sich was bewegt, da hat sich was bewegt, da hat sich was bewegt. Spielen wir mal ein bisschen Slendy hier oder was? Alter. In den Schuppen rein oder was? Sagst du? Eine Batterie. Ein Glück. Und noch eine Batterie. Welch ein Segen. Alter, das muss der Wallrider sein. Was ist hier? Eine verschlossene Tür. Noch eine verschlossene Tür. Felsen. Eine Treppe, bei der ich schon war.
Ich laufe jetzt gerade einfach mal den Rand ab. Hier brauche ich einen Schlüssel. Hallo. Alter Schwede. Warte, aber wenn man Leichen drüber legt, rennt, ist das wie in Minecraft, wenn man durch Spinnennetze durchgeht. Hier ist wieder der Ausgang. So. Hier ist wieder der Schuppen. Ich laufe weiter einfach den Rand ab. Und ich bin wieder bei der Treppe. Scheiße. Hier komme ich nicht durch. Und hier komme ich nicht durch. Hallo. What the fuck, Alter? Ich gehe noch mal rein. Eine Akte. Gut. Journal. Okay. Betreff Sonderprojekt Bluebird. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welcher Wert, falls überhaupt, SI- und H-Techniken, Schlaf- und was? Schlafinduktion und Hypnose für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency haben. Drittens, können wir durch Post-Harp-Kontrolle eine Handlung steuern, die durch grundsätzliche Moral einer Person widerspricht? Siebtens, können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Achtens, können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Siebzehntens, wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Boah, Alter, da hat sich gerade dieser Vorhang da bewegt und ich dachte, jetzt kommt was. Ich wollte nur so schnell wie möglich raus. Da habe ich natürlich mich hier nicht umgeguckt. Eine Batterie. Geil. Batterien sind immer gut. Ah, hier stand der doch, der Vater. Von dort kam ich. Dann gehe ich mal wieder raus. Da ist ein Licht. Ah, toll, war nur eine Laterne. Mir geht schon wieder eine Batterie zur Neige. Ich gehe wieder in die Hütte. Warum glaube ich, dass das schlecht ist? Ich gehe nochmal rein, einen Moment. Alles im Blick behalten. Okay.
Und zu. Da draußen war auf jeden Fall der Wall Rider. Hier geht nichts. Hier geht. Bevor ich das aber mache. Hier sehe ich nichts. Mach auf! Renn! Notiz. Das Ding im Dunkeln. Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wall Rider gesehen. Ich glaube, ich muss aber da lang. Alter.